Liebe Weihnachtsmarktbesucher, ich habe eine gute Nachricht für euch. In einigen Minuten wird der Weihnachtsmann hier zu uns kommen. In einigen wenigen Minuten wird der Weihnachtsmann hier zu uns kommen. Liebe große und kleine Kinder, ich habe eine gute Nachricht für euch. In einigen Augenblicken wird der Weihnachtsmann auf seiner langen Reise zu den Kindern dieser Welt hier bei uns eine kurze Pause einlegen und von dort oben durch die Luft zu uns auf den Weihnachtsmarkt kommen. Seinen Schlitten, den kann ich da oben schon erkennen. Ja, aber der Weihnachtsmann selbst ist noch nicht zu sehen. Gut, ich hoffe ihn mal. Weihnachtsmann! Ich glaube, ich schaffe das nicht alleine. Helft ihr mir? Ich zähle auf drei und dann rufen wir gemeinsam Weihnachtsmann, ja? Alles klar? Also, eins, zwei, drei, Weihnachtsmann! Der Weihnachtsmann ist schon recht alt und hört nicht mehr so gut. Vielleicht probieren wir es noch einmal alle und ganz laut. Also, eins, zwei, drei, Weihnachtsmann! Ja, halt, ich glaube, ich höre ihn. Oder kommt in der Backe vorbei. Als ich vor vielen, vielen Weihnachten wieder mal mit meinen Rentieren
Tieren und den Engeln, welche wir heißen, die Geschenke zu verteilen, losziehen wollte, zog ein so starker Nebel auf, dass ich die Hand vor Augen nicht mehr sehen konnte. Die Rentiere konnten auch nicht mehr sehen und rannten wild durcheinander. Kurzum, ich musste die Reise abblasen. Hätte da nicht jener kleine Engel eine Idee gehabt? Eine Weile verging, dann leuchtete plötzlich ein rotes Licht in der Dunkelheit auf, das sich schnell näherte. Hier bin ich wieder, rief der kleine Engel, der rittlings auf Rudolf dem Rentier saß und ihn mir vorstellte. Es war wie ein Wunder. In dem Licht, das Rudolfs Nase ausstrahlte, waren alle Rentiere plötzlich wieder zu erkennen und auch ich konnte meine Liste mit den Wünschen der Kinder wieder lesen. Die Reise konnte nun doch noch beginnen und alle waren überglücklich. Rudolf ist seitdem jedes Jahr das Leittier vor meinen Schlitten, weil keiner diese Aufgabe besser ausführen kann als er. Und niemand hat sich je wieder lustig gemacht über seine rote Nase. Was ist denn, Rudolf? Oh, danke, Rudolf, fast hätte ich es vergessen. Für euch habe ich natürlich auch noch ein paar Geschenke mitgebracht. Warte nur ein bisschen, dann komme ich zu euch runter. Also, bis gleich. Thank you.